Gott, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Episode aus unserer Reihe Südtirol Spezial. Schaut mal hinter mich, da seht ihr zum einen den Kronplatz von Olang aus gesehen und zum anderen, wenn ihr ein Stück weiter rauf schaut, einen knalleblauen Himmel, die Sonne scheint, die Temperaturen sind knapp über 20 Grad, jetzt schon in der Früh. Ein wirklich faszinierender und wunderschöner Tag steht ins Haus für eine tolle Radroute. Und die Mama heute geht es nämlich auf den Pustertal-Radweg bei Bike Mike zum zweiten Teil. Bei Bike Mike heißt schlicht und ergreifend, dass ich es immer ein klein bisschen modifiziert habe, damit wir das Ganze möglichst spannend gestalten können. Ja, wir beginnen den zweiten Teil hier heroben in Olang auf über 1000 Meter Höhe und fahren runter bis nach Mühlbach. Das liegt auf 777 Meter Höhe. Das heißt, wir verlieren in der Grundtendenz 300 Höhenmeter. Wie ich euch ja schon beim ersten Teil gesagt habe, wollen wir das Ganze aber als Rundreise gestalten. Diese Strecke darunter hat 46 Kilometer. Da kann man natürlich auch umdrehen unten und wieder rauffahren. Aber wir wollen es dementsprechend Bike-Mike-like für jedermann gestalten. Wir steigen nämlich dann unten ganz bequem in den Zug und fahren die Pustertalbahn wieder rauf hier bis nach Olang. Und das Schöne ist, dieses Zugticket ist inkludiert in unserem Hotelpreis mit dem sogenannten Holiday Pass. Wir müssen nur fürs Fahrrad zahlen und das Ganze kostet 7 Euro. Ja, von hier geht es jetzt erstmal runter Richtung Bruneck auf der alten Pustertalbahnlinie und dann geht es weiter schön an der Riens entlang eben bis Mühlbach und ganz am Ende der Strecke fahren wir dann ein Stück rauf, da machen wir dann auch einen Großteil unserer Höhenmeter heute, die sind so rund 450 bis zur Burganlage nach Rodeneck. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid, lasst uns starten! So, jetzt geht die heutige Tour los. Hab's ja gerade schon erwähnt, äußere Bedingungen geradezu ideal. Wir sind hier im Frühherbst unterwegs, im September. Temperaturen werden heute erwartet so bis Ende 20 Grad. Und die Wetterlage ist stabil, super. So, hier fahren wir jetzt gerade durch Mitterolang durch. Dieser Gemeindebereich Olang besteht aus drei, also offiziell eigentlich aus vier, aber aus drei Hauptorten, nämlich Niederolang, Mitterolang und Oberolang. Das Ganze liegt so in einem Bereich um die 1000 Meter, je nachdem, wo man sich gerade bewegt, ist man ein bisschen weiter oben. Unser Standorthotel ist in Oberolang, da sind wir auf 1080 Meter dort oben. Und so kommen wir heute bis zu unserem Umkehrpunkt in Mühlbach, genau auf eine Höhe von 300 Höhenmetern, die wir verlieren. Allerdings verlieren wir da in den ersten 15 Kilometern eigentlich am meisten, denn Bruneck liegt auf 836 Meter Höhe. Ich hatte ja schon beim ersten Teil des Pustertal-Radwegs oder der Radroute Pustertal, je nachdem wie ihr wollt, erwähnt. Ich habe das Ganze ja so angelegt, dass wir sehr entspannt immer so ein klein bisschen bergab fahren können und dass man es eben als Rundreise machen kann, wenn man hier in dieser Region irgendwo sein Domizil aufgeschlagen hat. Es ist nämlich eine traumhaft schöne Tagestour, die auch im Bereich der Länge und auch der Höhenmeter, die man fahren muss, sich immer in Grenzen hält und man kann sich dieses Tal auf diese Art und Weise super schön ansehen. Schwuppdiwupp sind wir raus aus dem Gemeindebereich Olang und hier auf dem Pustertal-Radweg, der jetzt wirklich gegen Westen führt. Und zwar in einer Manier, hier braucht der Bus vor mich schauen. Leute, ist es nicht irre? Ich mag nicht schon wieder anfangen zum Schwärmen, aller Herrgottsfrüh, aber es ist ein Radweg.
Es ist nur für Fahrräder hier. Und das Ganze in dieser einzigartigen Landschaft. Also wirklich perfekt. Easy come and easy go. You're an unfading star. So, da vorne kommt jetzt eine Passage, da geht's mit 10% den Berg hinab. Aber auch hier warnt ein Schild davor, dass man nicht zu schnell hier reinfährt. Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, wenn es irgendwo 10% runtergeht, müssen die anderen ja mit 10% rauffahren. Und da gibt es ja dann den einen oder anderen, der sich dann da schon ein bisschen die Beine verbiegt und vielleicht seine Spur auch nicht so exakt halten kann. Und das muss man sich einfach immer bewusst sein, wenn diese Hinweisschilder kommen, dass das nur für unser aller Wohl ist. Ja, jetzt fahren wir hier zum einen direkt an der Rienz entlang. Das ist der Fluss, der das Pustertal entwässert. Hat einen sehr, sehr großen Bereich, wo das Wasser zufließt. Entspringen tut dieser knapp 81 Kilometer lange Fluss in den Sechsner Dolomiten hinten, in der Nähe von Innichen, bei den Drei Zinnen, in 2180 Meter Höhe. Der geht dann eben hier einmal durchs Tal durch, nachdem man vorher den Toblacher See durchflossen hat. Und ergießt sich dann unten, gar nicht weit von unserem heutigen Endziel entfernt, in den Eissack. Und dann wird das Wasser weiter transportiert über die Etsch in die Adria. Wenn ihr übrigens seht, dass da mal ein Auto vorbeikommt, das sind meistens Autos, oder meistens, das sind in erster Linie Autos, die hier im offiziellen Einsatz sind. Die schildern was aus oder die leeren die Mülleimer aus. Denn diese Strecke hier ist wirklich nur für Radfahrer. So, der hiesige Abschnitt vom Pustertal-Radweg ist jetzt auf der alten Bahntrasse der Pustertalbahn. Da gibt es auch einige alte Tunnels, durch die man durchfährt. Sehr, sehr schön zu fahren. Ja, die alte Pustertalbahn hat hier richtig Bewegung ins Tal reingebracht. Die wurde nämlich bereits 1877 hier in Betrieb gestellt. Das Ganze war an und für sich eine Verbindungsbahn zwischen der Landeshauptstadt von Tirol, Innsbruck, nach Osttirol. Vom Ersten Weltkrieg war das hier alles eins. Und die hat dann sehr, sehr viele Touristen auch hier raufgebracht. Und dann kam der Erste Weltkrieg, der das Ganze natürlich jäh eingeschnitten hat. Und dann nach 1918, als dann Südtirol an Italien fiel, 1920 in diesem Vertrag von Saint-Germain, wurde es dann ein bisschen ruhiger hierin und erst der einsetzende Tourismus in den 60er Jahren hat dann hier das Ganze wieder zum Leben erweckt. So, jetzt erreichen wir gleich Bruneck. Das ist hier die größte Stadt inmitten des Pustertals. Mit über 16.000 Einwohnern. Da liegt das Zentrum, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, auf 836 Meter. Die Stadt hat natürlich eine sehr bewegte Geschichte. Es gibt eine ganz, ganz tolle Fußgängerzone. Es rentiert sich immer da mal kurz durchzubummeln, ist nicht allzu groß. Und wer hier noch ein bisschen was anschauen möchte, es gibt auch das Schloss Bruneck. Das überragt die Stadt so ein bisschen. Das ist aus dem 12. Jahrhundert. Da ist natürlich etliches los gewesen. Aber seit über 10 Jahren ist dort oben ein Messner Mountain Museum angesiedelt, und zwar mit der Thematik Bergvölker. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. I got a letter this
morning, boy. Hey, hey, honey, I got a ladder this morning, gonna see you when the sun goes down. Ja, das war also mal ein ganz kurzer Exkurs. Wir haben einmal kurz durch die Fußgängerzone hindurchgeschoben, dann noch zwei, drei Bilder an euch weiterzuliefern. Also wer möchte hier, kann man wunderbar mal einen Stopp einlegen, Kaffee trinken, haben Essen, ein bisschen an der Rienz entlang schlendern oder eben auch rauf zur Schlossanlage und sich das Messner Mountain Museum ansehen. Brunecker hat noch was ganz Besonderes. Die haben nämlich ein wunderschönes Fahrradsystem hier. Da gibt es jede Menge Fahrradwege, die alle separat ausgewiesen sind. Ist ganz toll hier mit dem Rad unterwegs zu sein. Also auch durchaus eine Alternative, wenn es darum geht, sich eine Bleibe hier in der Ecke zu suchen. She's a long, tall, yellow girl. Ja, der Radweg jetzt hier von Bruneck bis nach St. Lorenzen ist unsere nächste Durchgangsstation. Der verläuft jetzt direkt an der Rienz auf dem Hochdamm. Der ist wunderschön angelegt und alle Straßen, die zwischendrin so reinkommen, die kann man entweder unterfahren oder auf einem ganz sicheren Streifen überfahren. Also perfekt gehandelt das Ganze. Well, she shakes like jelly boy. See you when the sun goes down. So, und schon sind wir da in St. Lorenzen. Das ist eine kleine Gemeinde. Die liegt so 4,5 Kilometer hinter Bruneck. Hat knapp über 3.800 Einwohner. Ist sehr, sehr alt und hat hier unter anderem eine Pfarrkirche aus dem 11. Jahrhundert. Das ist der heilige Laurentius, die zigmal umgebaut worden ist. Ist aber wunderschön und hat zwei ungleiche Türme. Diese Kirche, diese Pfarrkirche gehört zu den ältesten hier im Pustertal. Hat unter anderem auch eine Uhr aus dem Jahre 1541 an einem Kirchturm. So, hier auf der rechten Seite seht ihr jetzt die aktuelle Trassenführung der Pustertalbahn. Das ist dann die Strecke, wo wir heute am späten Nachmittag mit dem Zug nach Åland zurückkehren. So, da vorne, wo die Radfahrer uns gerade entgegenkommen, da wenn ihr nach rechts rüber schaut, da seht ihr die Sonnenburg. Das gehört auch noch zum Gemeindebereich St. Lorenzen, genauso wie die Michelsburg, an der kommen wir heute nicht vorbei. Das sind alles so alte Gemäuer aus dem 11., 12. Jahrhundert. Hier bei der Sonnenburg ist es so, dass das bloß noch in seinen Grundfesten dasteht. Innen drin hat man es komplett renoviert. Da ist mittlerweile das Schlosshotel beheimatet, eine sehr feudale Bleibe. So, jetzt haben wir ein bisschen nach Süden eingedreht und folgen jetzt hier ein paar Meter dem Flüsschen Garda. Der entwässert das Gardatal oder auch bekannt unter Badia. Das ist das Tal, wo es hinten Richtung Kovara geht, zur Sella-Gruppe. Da entspringt dieser Fluss auch. Der fließt 35 Kilometer hier runter und direkt unterhalb von der Sonnenburg, da mündet er dann in die Rienz. Das ist ganz interessant zu beobachten, denn das Wasser der Garda hat ein bisschen andere Färbung und kommt mit relativ Schmackes in die Rienz hinein. Hier führt jetzt der Radweg in totaler Abgeschiedenheit direkt neben der Bahntrasse der Pustertalbahn her.
Und wenn jetzt nicht gerade ein Zug vorbeikommt, Leute, wir sind ganz weit weg vom Kfz-Verkehr. So, hier haben wir jetzt ein sogenanntes Bikometer. Hier werden die Radfahrer gezählt. Jetzt ist Sigi gerade durch. Und Sigi war jetzt die Nummer 57.958, die in diesem Jahr diese Stelle passiert hat. Ah, Leute, jetzt sind wir gerade in einem super abgeschatteten Bereich. Ist jetzt sehr, sehr angenehm, denn die Temperaturen haben jetzt frühen Nachmittag, sind mittlerweile bei den Ende 20 angekommen. Und da freuen wir uns dann schon, wenn wir mal hier ein paar Meter einfach in so einem schattigen Bereich fahren dürfen. Da ist es auf dem Schlag dann doch 10 Grad kühler. Wir sind jetzt hier in diesem Teilstück zwischen Ehrenburg runter bis zur Mühlbacher Klause. Das sind so ungefähr 15 Kilometer. Und da ist einfach dieser Radweg. Leute, das ist eine Sensation. Man fährt kaum durch Ortschaften durch und der meandert in aller Ruhe hier durch diese Wiesen und landwirtschaftlichen Nutzflächen hindurch. Es ist also wirklich ein Erlebnis, hier unterwegs zu sein. Von der Qualität des Asphalts mal ganz zu schweigen. Schaut euch mal das an. Habt ihr das gesehen? Die halten hier den Radweg frei von Blättern. Unglaublich. Jetzt verjüngt sich das Tal hier mehr und mehr. Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich an den westlichen Eingang des Pustertals Richtung Mühlbach. Und hier an dieser engen Stelle wurde 1940 die Rienz aufgestaut. Da hat man also einen Staudamm hingebaut. Genauso wie im knapp 10 Kilometer entfernten Franzensfeste. Es war damals einfach der Bedarf an mehr Energie da. Zu den heutigen Zeiten natürlich immer noch relativ wenig. Aber man hat dieses Wasser dann ganz zielgenau dem Wasserkraftwerk unten in der Nähe von Brixen zuführen können. Kann es auch heute noch. Und das macht ja durchaus Sinn. Ja, dass hier die engste Stelle im Tal ist, sieht man auch an der Mühlbacher Klause, die erscheint jetzt gleich vor uns.
Das ist eine Befestigungsanlage, die man 1460 gebaut hat. Und das war mehr oder weniger wie eine Zollsperre, wie eine Talsperre. Da mussten alle Leute, die hier aus Treviso oder aus Venedig durchs Tal hindurchkamen, Zölle bezahlen. Und diese Anlage hat so manche kriegerische Auseinandersetzung auch gesehen. Unter anderem hier in den Tiroler Freiheitskämpfen war da tüchtig was los. Ja, die Mühlbacher Klause. Ich finde es immer unglaublich faszinierend, was man da hingebaut hat. Da gab es ja schon eine alte Klause, die war 200 Jahre vorher, ungefähr 600 Meter weiter in die Richtung, die wir jetzt fahren, gestanden. Die wurde aber dann komplett zerstört. Und dann hat man dieses Bollwerk da hingebaut. Und das steht heute noch, ist jetzt auch restauriert worden von einem privaten Verein. Kann man auch reingehen und das Ganze sich ansehen. Kostet übrigens nichts. Eine kleine Spende, da sind die sicherlich dankbar. Und das macht auch Sinn, es ist nämlich alles super gepflegt da drin. Ja, hier merkt man jetzt schon, dass das Tal eng ist. Stausee, Bahn, Autostraße, Radlweg. Da ist jetzt einfach mal für einen kurzen Augenblick ein bisschen lauter. Aber jetzt kommen wir eh gleich in Mühlbach an. Und dann geht's rauf nach Rodeneck. So, jetzt sind wir in Mühlbach angekommen. Kleiner Ort, 3100 Einwohner. Liegt auf 777 Meter Höhe. Genauso hoch wie der Schliersee. Und da fahren wir jetzt zum historischen Kirchplatz. Der liegt nämlich ganz lauschig hier im Zentrum. Da gibt's ein Café, Eisdiele, der Seppi. Als Übernachtungsstation und da werden wir uns jetzt erst einmal verpflegen, bevor wir dann rauffahren nach Rodeneck. So, zwei Arena-Becher. Dankeschön. Bitte sehr. Mei Leute, schaut euch an, wie gut wir uns das jetzt gehen lassen. Zweimal Arena vom Feinsten. So, da, gut war er, der Amarena-Becher am Kirchplatz in Mühlbach. Ja, jetzt geht's auf nach Rodeneck. Es sind jetzt noch 5 Kilometer und dort oben erwartet uns dann nochmal was ganz was Spezielles, nämlich diese Burganlage Rodeneck. Ja, wie ich bereits bei der Moderation gesagt habe, müssen wir jetzt hier nochmal den Berg hinauf, das sind nochmal so 150 Höhenmeter, auf 5 Kilometer, stimmt nicht ganz, weil der Anstieg ist nur im ersten Drittel in etwa und danach geht es auf so einem Hochplateau entlang, zieht die Straße leicht an, bis wir dann an dieser fantastischen Anlage ankommen. Diese Fahrt jetzt rauf hier nach Rodeneck ist natürlich, wie alles, was wir links und rechts machen, nur eine Empfehlung. Man kann natürlich auch die Tour unten im Mühlbach beenden. Dann haben wir so knapp 40 Kilometer. Man kann sie aber auch noch fortführen unten im Tal. Bis Franzensfeste sind es noch ungefähr 8,5 Kilometer. Und man kann natürlich auch nach Brixen runterfahren. Das wären noch 10 Kilometer. Aber die Pustertalbahn, die würde dann nur von Franzensfeste aus zurückfahren. Und von Brixen müsste man erst mit der Bahn von Brixen nach Franzensfeste, dort umsteigen von der Brennerbahn in die Pustertalbahn, um dann wieder zurückzukommen irgendwo nach Bruneck, Olang oder dergleichen.
Das ganz Besondere bei diesem phänomenalen Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert ist, dass man die Burg, oder offiziell ist es ja das Schloss Rodeneck, nicht nur von außen besichtigen kann, sondern man kann eben auch rein, und zwar im Rahmen einer Führung. Da muss man nur aufpassen, dass man halt die Führungszeiten erwischt. In den letzten beiden Jahren war es am Nachmittag immer um 2:30 und um 16 Uhr. Und genau die nehmen wir jetzt auch, die 16 Uhr Führung. Ja, liebe Leute, Pustertal-Radweg, Radroute Pustertal, zweiter Teil von Ohlang runter bis nach Mühlbach, vorbei für uns. Ich hoffe, für euch steht es irgendwann einmal an, dass das mal nachfahrt. Diese Tour ist es nämlich wirklich wert. War wunderschön jetzt zum Fahren. Wir sind jetzt also Mitte 40 Kilometer unterwegs gewesen, sind heute in der Früh in Ohlang gestartet und die Grundtendenz dieser Tour ist natürlich eigentlich eher so ein bisschen bergab. Ich habe es euch in der Früh schon erzählt, wir haben 300 Höhenmeter bis Mühlbach herunten und das zieht sich eigentlich den ganzen Tag durch, wenn man da unterwegs ist, dass man das Gefühl hat, man fährt einfach so ganz leicht immer ein bisschen bergab. Ja, von Ohlang sind wir erstmal runtergefahren an die Rienz, sind in dieses Tal hineingefahren, das sehr bewaldet ist, das jetzt zu Beginn des Herbstes mehr oder weniger den ganzen Tag eigentlich im Dunkeln ist. Aber es war sehr angenehm, weil die Temperaturen ja sehr, sehr hoch waren heute. Wir haben jetzt auch am späten Nachmittag immer noch fast 30 Grad. Aber das ist halt Südtirol, die Südseite der Alpen. Das ist halt ganz speziell und ist für uns wunderschön, wenn man hier rüben ist, dass man einfach die Radsaison auch so ein bisschen verlängern kann. Ja, dann waren wir in Bruneck, haben euch auch kurz gezeigt, diese wunderschöne kleine Fußgängerzone. Da kann man natürlich auch stoppen, kann raufgehen. Schloss Bruneck, das Messner Mountain Museum sich anschauen. Man kann irgendwo einkehren, einen Cappuccino trinken und dergleichen, wie auch immer. Dann ging es an der Rienz entlang auf diesem Hochdamm runter bis St. Lorenzen. Und dann sind wir reingefahren, ein Stück in das Gardatal. Ich finde das auch immer sehr interessant, diese ganzen alten Burgen, wo man die auch so strategisch positioniert hat. Auch da an diesem Zusammenfluss dieser beiden Täler, die Sonnenburg, das ist schon nicht ganz uninteressant. Ja, dann ging es rüber Richtung Ehrenburg und von Ehrenburg hier runter dieses Stück bis zur Mühlbacher Klause. Das ist zum Radfahren halt der Wahnsinn, Leute. Das ist, du bist mutterseelenallein da drüben, es gibt überhaupt keine Autos. Die sind auf der anderen Seite des Tals, die Rienz ab und zu da. Ein bisschen Gleise noch von der Pustertalbahn, das war's aber auch schon. Ja, und dann natürlich jetzt noch diese zwei Bauwerke hinterher mit der Mühlbacher Klause. Dann natürlich ein bisschen einkehren, ein bisschen Urlaub muss ja schließlich auch sein. Einen schönen Eisbecher unten am Kirchplatz in Mühlbach und jetzt noch rauf hier nach Rodeneck. Insgesamt eine Wahnsinnstour wieder bei Wahnsinnswetter mit einem Wahnsinnsradweg. Dementsprechend 4 von 4 Schönheits- oder Landschaftspunkten. Ja, wie schaut's aus mit der Kraftanstrengung? Ach Leute, das ist kein Thema, ich habe es ja gerade schon gesagt, es geht tendenziell eigentlich eher immer nach unten. Insofern braucht ihr euch da überhaupt keinen Kopf machen. Da reichen 2 von 4 Waden, weil man ja auch ein bisschen im Sattel sitzt und die eine oder andere Gegensteigung ist ja dann doch da. Dann sind wir gleich beim Thema Akku. Auch das ist heute überhaupt kein Thema.
wenn ihr ein modernes E-Bike habt, und das haben wir, glaube ich, mittlerweile 99,5% mit irgendeinem 500er, 625er oder 750er Akku drin, dann habt ihr da überhaupt kein Thema. Sigi hat mit ihrem 750er noch weit über 70%. Also, das, um das nochmal zu unterstreichen, kein Thema, egal was ihr auch immer für eine Unterstützungsstufe reinschiebt. Ja, für uns geht es jetzt noch den ganz kurzen Schuss wieder runter ins Tal nach Mühlbach. Dann steigen wir in die Pustertalbahn hinein, damit aus dem Ganzen ein Schuh wird, und fahren wieder zurück nach Olang in unser Basishotel, in unser Hotel, wo wir dann den Abend heute in aller Ruhe wieder am Kronplatz ausklingen lassen. So könnt ihr das machen. Ihr müsst es nicht in einem durchfahren. Ihr könnt jetzt natürlich auch nochmal sagen, ich gebe es mir jetzt nochmal und fahre jetzt nochmal 40, 45 Kilometer zurück in die andere Richtung. Kann jeder machen, wie er will. Aber so wie es wir jetzt angelegt haben, ist es eine wunderschöne Tagestour für Genießer. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie uns jetzt gerade beim Fahren. Wenn dem so war, ihr wisst, der Daumen wäre halt immer eine schöne Geschichte. Wer das erste Mal vielleicht hier jetzt auf dem Kanal gelandet ist, weil ihn der Pustertal-Radweg so interessiert hat. Mensch Leute, wir haben ganz, ganz viele schöne Radwege schon gemacht. Es werden immer mehr und mehr und mehr. Da gibt es über 100 Touren im Bild und natürlich dann letztendlich auch mit den GPX-Trails, damit ihr sie nachfahren könnt, bei mir auf der Website www.bikemike.net. Ja, wieder eine Episode der Reihe Südtirol Spezial ist vorbei. Wir haben viele andere gemacht und machen auch noch viele. Ich sage jedenfalls vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, und setz auf euch auch beim nächsten Mal. Pürt euch, Servus, euer Bike Mike. Und dann haben wir noch die Daten der Tour. Die Radroute Pustertal West hat eine Länge von 47 Kilometern. Dabei sind wir inklusive dem Aufstieg zum Schloss Rodeneck 500 Höhenmeter nach oben gefahren, aber auch 820 Höhenmeter bergab. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19 km/h waren wir netto rund 2,5 Stunden im Sattel gesessen. Wenn ihr die Tour nachfahren möchtet, findet ihr die GPX-Datei auf meiner Website www.bikemike.net. Und wie immer, für die Streckenführung und Fahrbarkeit übernehme ich natürlich keinerlei Haftung. Ja, meine Lieben, und schlafen müssen wir auch noch irgendwo. Aber was heißt hier schlafen? Unsere Unterkunft in Olang bietet viel, viel mehr als nur einen reinen Schlafplatz. Sie ist ein Tempel der Glückseligkeit, ein kulinarisches Eldorado und eine berauschende Wellnessoase. Kurzum, das ideale Hotel am idealen Platz. Aber seht selbst. Is the sun and it shines, says it open. Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Well, your heart is the sun and it shines, says it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing. The mountain, yeah, bones are the earth, and they sing with the mountain. Well, your bones are the earth, and they sing.
sea or the mountains. Why would you look outside yourself when you